Und damit begrüße ich euch zurück zu Avon Colony. Ja, das ist gleich die 10. Folge oder so. Oder noch nicht mal, nee, 7. Folge, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, willkommen zurück. Wir sind immer noch dabei, diesen Planeten, diesen Planeten hier zu bevölkern. Wir haben eine neue Mission. Wir haben ein Problem. Wir haben eine Party geplant, aber nun, ich denke, wir haben die Menge an Goldflaumen, die Leute konsumieren, überschätzt. Und jetzt ist der Goldflaum einfach, naja, er liegt hier jetzt einfach herum und beobachtet uns. Ich hasse es, guten Goldflaum einfach so wegzuwerfen, aber kannst du dich darum kümmern? Natürlich können wir das. Haben wir denn wirklich so viel? Ich bin mir nicht sicher. Da. Nee. Da. Hä? Ich will das aber nicht da. Ach so. Egal, machen wir einfach mal. Ach, importiere Draht. Aha. Ja gut, das macht natürlich Sinn. Handelszentrum ist inaktiv. Zuwanderungsschiff angedockt. Belohnung fürs Abschließen von exportieren, okay. Importiere Bonbons, exportiert Gerste. Aha, okay. Wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Wir müssen ja Gerste irgendwie anbauen, da war doch was. Das war Mais. Was war das? Warnung, Luftqualität. Die Luftqualität nix gut. Und das Lager ist halt aber schon wieder fast voll. Hä? Die Luftqualität ist doch gut. Willst du dich völlig verarschen? Wo denn? Ja. Die Luftqualität. Ja, wie soll ich das denn machen? Hä? Wie soll ich denn da die Luftqualität verbessern? Luftsystem? Ansorge, Sauerstoffanteil aufrecht. Hä? Müssen wir jetzt aber hier direkt mal so ein Ding hinsetzen, oder was? Eventuell. Damit dann das direkt gereinigt werden kann. Aber ein Lagerraum, da müssen wir vielleicht mal wieder ein neues bauen. Wo war denn das? Das war. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ressourcengebäude. Eine Lagerhalle, direkt Stufe 3. Platzieren wir einfach. Ja, da nicht. Hier hin. Dann wird das gebaut und dann haben wir wieder genug Platz. Eigentlich. Wie schaut's aus? Ja, ich hab's doch gecheckt. Macht jetzt noch was? Mach mal besser jetzt hier Luft. Arbeitsweg. 7 Kolonisten stecken fest. Wie können die denn feststecken? Wie soll das denn gehen? Aber jetzt scheint die Luftqualität da wieder besser geworden zu sein. Naja. Strom ist aber auch nicht gerade so optimal, ne? Die Luftqualität ist allgemein irgendwie nicht so ganz pralle, wenn man jetzt mal so guckt. Jetzt fällt hier auch nochmal so ein Ding hin. Das ist alles so, die ist halt okay. Die muss aber gut sein, würde ich mal behaupten. Jetzt mache ich auch nochmal so ein Ding hin. Aber mal so ein bisschen hier verteilen oder so. Hier müsste man vielleicht auch nochmal eins hinsetzen. Am besten dorthin. Mal gucken. Da müsste die Luftqualität ja eigentlich wieder gut am Start sein. Trotzdem müssten wir gucken. Was war das denn hier? Irgendwo mussten wir doch. Zorium, genau. Wo ist denn diese Anlage dafür? Da wollte ich noch eins hinsetzen. Oder erstmal wollte ich gucken. Normalbetrieb. Was ist mit der? Die ist krank oder was? Beengtheit. Ja, was soll ich denn daran ändern? Leck mich doch.
Gut, das kann man so... Alter, was ist jetzt los? Ziel nicht erreichbar, willst du... More Tunnels? Warum soll man mehr Tunnel bauen? Wieso? Machen wir das einfach mal so. Bauen am besten auch einmal hier so rum. Damit man vielleicht von allen Seiten rankommt. Das ist vielleicht das, was die haben wollen. Wenn wir schon dabei sind, können wir vielleicht sagen, wir bauen einfach hier auch nochmal so einen Weg, der hier so dann direkt ans Gebäude anstieß, um das Ganze vielleicht ein bisschen zu optimieren. Währenddessen können wir auch nochmal gucken. Ein Gewächshaus. Was können wir denn hier gut anpflanzen? Ein bisschen Gerste wäre nicht schlecht. 9 Gersten, 9,5. 9,5. Da platzieren wir das einfach mal. Die Farmen bringen uns halt irgendwie nicht so wirklich viel, weil die einfach nur... Im Winter sind sie halt wieder voll unbrauchbar. Deswegen sehe ich das jetzt irgendwie nicht so gut. Technologien. Luftsysteme. Weiß ich nicht. Was sagt denn jetzt die Luft? 91%, 3 Ansauglüfter, 9 Lüfter, Sauerstoffregelung. Vielleicht auch noch mal ein paar Lüfter bauen. Damit wir die Luft ein bisschen mehr noch steigern können. Wie sage ich dafür so viel Materialien? Das verstehe ich nicht. Also dieser Sauerstoffgehalt scheint ja jetzt relativ sauber zu sein. Es gab doch hier auch noch irgendwo eine Karte. Overworld. Nein, das... Was ist das? Pflanzenanalyse. Wir haben eine interessante Spezies der einheimischen Flora entdeckt. Wir können das Team hinschicken, um sie zu analysieren. So, that's where those spores are coming from. Solchen Sporen. She definitely looks like someone could use our assistance. Better send the team out there. Okay. Wie geht denn sowas? Finde ich gar nicht wissen. Aber das wollte ich gucken. Die Luftqualität. Die ist... Ja, die ist halt... Ist das jetzt grün oder ist es nicht so grün? Da hinten ist was kaputt. Das müssen wir mal reparieren. Die Luftqualität ist also ganz brauchbar. Die Wasserqualität reicht... Ja. Da sehe ich jetzt so nichts. Naja, egal. Dann... Guck mal, hier war doch was kaputt. Da, ey. Da ist was kaputt. Nee, das war es nicht, oder? Nein. Hä? Das ist kaputt. Ach so, das ist schon beschädigt, nicht komplett zerstört. Ah, ja. Das kann ich verstehen. Aber was war das jetzt hier für ein Ding? Was macht das? Kann man den irgendwie... Ui, episch. Das sieht doch gut aus. Krass. Nee, schlecht. Lol. Geil, dass sowas geht. Was sagt denn die Dekoration? Ah, so ein Park wäre vielleicht mal ganz geil, oder? Ein Park, der einfach so... So hier so hinkommt. Weil es halt geht. Obelisk. War was können. Komm. Dienstleistungsgebäude. Warum haben wir sowas noch nie verbaut? So ein Bar oder sowas. Oh. Was wir hier so hinplatzieren würden, da wären die Leute doch voll begeistert. Jetzt will ich auch nochmal eins hin. Und dann da oben nochmal irgendwo, wo es halt geht. Vielleicht nicht unbedingt direkt bei der Arbeitsfläche. Da so. Das wollen die Leute doch bestimmt.
Aber Wasser plus 1 Kaffee, da sollten wir vielleicht nochmal was hinsetzen. Wasserpumpe. Wir haben ja hier oben schon so viele hingesetzt. Aber da, hier ist es halt noch geil, ne? Jetzt haben wir da eins hin. Ernsthaft, das ist außerhalb der Reichweite. Und jetzt müssen wir halt hier noch einen Tunnel hinbauen, ne? Das ist natürlich jetzt schlecht. Das ist natürlich richtig schlecht. Da müssen wir hier noch Baudrohnen hinsetzen. Das sind die Baudrohnen. So, so, hier so hin. Und dann können wir auch sagen, wir bauen das hier so lang. Wenn die das jetzt errichtet haben. Na los. Oh nein, ich glaube, der Strom wird wieder knapp. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Autsch. Jetzt kommen die ganzen Meldungen. Aber sind die jetzt irgendwann mal fertig? Oh, es fröstelt schon wieder. Eigentlich schon ein bisschen dumm gemacht so, aber egal. So, was haben wir denn hier? Ziel erfüllt. Splittersturm kommt. Oh nein. Silberlandschiff, okay. Energie reicht nicht aus. Wasserpumpe hat keine Energie. Wer ist? Ach, bestimmt, weil es jetzt noch nicht angeschlossen war, ne? Weil es noch gebaut wird hier. Handel, ja, inaktiv. Ja, schön für euch. Ein Handelsschiff ist angekommen. Schön für euch. Ich weiß nicht, was die immer mit dieser ganzen Information geben. Das juckt mich nicht. Die einheimische Pflanze mit dem Namen Entari fasziniert uns. Gerüchten zufolge könnte es einen Weg geben, sie in essbare Form zu bringen, wie Brot oder Flocken. Erforsche bitte Entari-Brot und Entari-Flocken in deinem Forschungszentrum. Wo ist das Forschungszentrum? Das ist das Krankenhaus. Handelszentrum? Forschungszentrum. Forschen. Entarin-Brot und Entarin-Flocken. Wieso erforschen wir diesen ganzen Kram eigentlich nicht? Oh shit. Ein bisschen was zerstört, ne? Da mal Reparatur hinschicken. Da mal eine Reparatur hinschicken. Dort könnte man das mal machen. Dort auch. Bis jetzt scheinen wir aber noch gut durchzukommen. Und was ist das? Wasserpumpe hat keine... Welche denn? Wieso? Hallo? Da fehlt irgendwie was. Wieso fehlt da ein Tunnel? Das musste ich jetzt nicht verstehen, oder? War das jetzt schon die ganze Zeit so? Deswegen leuchtet das jetzt auch so rot. Haben wir Scheiße gebaut. Zack.